ich eine neue Roomtour für euch. Und zwar ein Update von unserem Hobbyraum. Und da haben wir ja schon vor einiger Zeit einige Änderungen vorgenommen. Die habe ich euch bisher noch nicht gezeigt, deswegen gibt es heute das Update dazu. Aber vorher eine kleine Warnung. Mein Freund, der hat hier auch eine neue Bar aufgebaut. Und wir haben hier auch seine Wasserpfeife stehen, was nicht heißen soll, dass wir Kiffer oder Alkoholiker sind. Nur das vorab. Und ja, ich würde sagen, los geht's mit der Roomtour. Hey ho, let's go! Welcome to the Schoko Show! Also hier sind wir in meiner Schminkecke, kennt ihr ja, aber langweilig, tausendmal gezeigt. Und hier geht's dann raus, hinter diesen Raumteiler, diesen, ne, wisst ihr schon. Und hier ist der Schreibtisch von meinem Freund, eben mal so ein Überblick, einmal so eine Drehung. Und hier geht's dann los. Das erste, was ihr seht, ich habe da eine Tapete, die hat mein Freund bei eBay bestellt und die finde ich echt total schön. Von den Mustern her, dieser Verschnörkelung und auch, dass da so Flecken dran sind. Einer hat mich mal gefragt, Chrissy, warum ist deine Tapete fleckig? Das soll so sein. Und da links seht ihr schon daneben die Wasserpfeife, von der ich erzählt habe. Und ja, die gehört meinem Freund. Ich selber rauche keine Wasserpfeife. Also mein Freund raucht auch nur so dieses Apfeltabakzeug und so. Ich selber rauche keine Wasserpfeife, habe das schon mal gemacht und mir wurde kotzschlecht davon, deswegen mache ich das lieber nicht mehr. Und dann habe ich hier noch eine ganz coole Fernbedienung und damit, ich weiß gar nicht, genau, kann man die Platte unter der Wasserpfeife anmachen. Ich gehe mal näher ran. Und so sieht das Ganze vom Nahen aus. Ich habe keine Ahnung, woher er die Platte hat. Und hier könnt ihr vielleicht wiedererkennen, diejenigen von euch, die schon seit 2009 meine Videos gucken, das ist mein Schminktisch. Autsch, jetzt bin ich gegen den anderen Tisch gestolpert. Mein Schminktisch aus, ja, meinem alten Kinderzimmer, wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Und ansonsten ist hier die Steinwand, also es ist auch keine Tapete, es ist wirklich Stein. Und hier kennt ihr diese Couch, ja, da drehe ich in letzter Zeit oft meine Videos, einfach aus dem Grund, weil sich hier gut die, die Softboxen aufbauen lassen. Und das geht ja in meiner Schminkecke leider nicht so gut. Und ja, den Überzug für die Decken, diese Tagesdecken, haben wir, glaube ich, von IKEA. Und ich höre, da kommt jemand rein. Ich hoffe, es ist mein Freund. Bist du wieder zu Hause? Ein Einbrecher, okay. Ich mache gerade eine Roomtour übrigens. Und das hier ist unsere Gäste-Couch-Ecke nochmal in der Gesamtübersicht. Und übrigens, den Tisch hat er auch selber zusammengestellt. Und zwar ist diese Oberfläche so eine transparente. Und darunter, unter diesem Plastikteil, hat er die Reste von der Tapete angebracht. Also die Reste von der Tapete hat er unter diese transparente Plastiklage einfach drunter getan und zurechtgeschnitten. Und demnach passt der Tisch auch optisch zur Tapete. Hm, voll cool. Dann, ich würde sagen, wir machen mal, wir waren gerade hier, machen wir weiter. Hier ist die CD-Sammlung von meinem Freund. Und hier links sind meine Mangas. Ein neues Regal mit meinen Mangas bis unten hin und auch einige Bücher. Hier steht eine Softbox rum, weil ich gerade die gebraucht habe für mein Intro. Und dann ist hier die DVD-Ecke. Kennt ihr aus meinen Fun-Favoriten, hier stelle ich immer die neuen Serien und neuen Filme vor, die ich so gerne mag. Und hier hängt der Kenny runter. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Und Mokona ist da und der Hulk ist auch da. Und hier der kleine Oscar für den Sieger-Kurzfilm im Moviepark von diesem Playboy Fragrance Event. Hatte ich mal auf Facebook hochgeladen, unseren Gewinnerfilm. Und dann hier, ja, Harry Potter natürlich, natürlich. Mein persönliches Highlight dieser Ecke ist meine Figurensammlung von The Big Bang Theory, die ich mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe. Und ja, die immer noch schön verpackt ist, so wie es sich für einen Nerd-Sammler gehört. Ja, was haben wir hier noch? Hier rechts daneben, Dolby Surround Lautsprecher. Und das hier ist mein kleiner Boxsack, den ich allerdings nicht so gut finde, weil der hält nicht so viel aus. Den habe ich mir mal bestellt, um so ein bisschen so wutlos zu werden, wenn ich mal wütend bin. Aber wenn ich mal wütend bin, hält der meine Wut leider nicht aus. Ja, das habt ihr schon gesehen. Dann ist hier ein Sitzsack und so random stuff. Zum Beispiel hier die Matte, die mein Freund verwendet für seinen Pokertisch, wenn er mit seinen Kollegen Pokerabend hat. Und dann hier ist seine Bar, die er auch selber gemacht hat, also zusammengebaut hat. Ich glaube, das hier war ursprünglich mal irgendwie was fürs Badezimmer. Und das kann man auch anmachen, glaube ich. Warte. Nee, jetzt habe ich
Moment, da, genau, ja. Da hat er auch irgendwie Lichter drin angebracht und ja, das ist die Bar, die er sich so selber zusammengestellt und zusammengebaut hat aus irgendwelchen einzelnen Teilen, die er irgendwo gefunden hat. Und ja, dann gehen wir hier links weiter. Da ist die Treppe, da geht's runter zum Rest der Wohnung. Hier ist, wie gesagt, der Schreibtisch von meinem Freund und zwei Bildschirme hat er da. Ja, ist irgendwie, ja, fand er cool halt, ne? Und hier seine Musikgerätschaften, mit denen er mal Beats gemacht hat, macht er in letzter Zeit nicht mehr, weil er mehr so into Photography ist. Deswegen hier auch seine neue Kamera, die Sony Alpha 77Q oder so war das, ne? Moment, ja, 77 glaube ich. Und ja, die benutze ich ja auch oft für meine neuen Videos, weil die richtig tolle Videos macht. Und was auch neu ist, ist diese Weltkarte. Und da haben wir so kleine Nädelchen angebracht, wo wir denn überall schon waren. Ich bin rot und er ist grün. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, das ist so die Weltkarte. War eine ganz coole Idee von ihm. Und falls ihr das hier nicht übersehen habt, das ist sein Hentai-mäßiges Mauspad. Und wer hat ihm das geschenkt? Ich habe ihm das geschenkt. So, dann ist hier nur ja, Ablage, Chaos hier hinten und noch ein Drucker. Und dann bin ich auch schon fast durch. Hier ist noch eine Softbox. Und ja, hier oben ist immer noch die Gitarre von Bruno Mars. Nein, von meinem Freund. Der spielt zwar keine Gitarre, aber eine Gitarre hat er trotzdem. Und dann hier die hohe Holzdecke. Total schön finde ich die. Und ja, eigentlich war es das auch schon ziemlich. Ging relativ schnell, würde ich sagen. Und wir setzen uns mal wieder in meine Schminke. Können wir gucken, ob was wir hier noch haben. Hier ist der Beamer und den werden wir demnächst wieder benutzen, nämlich an Halloween. Und dann werden wir hier oben an der Wand Gruselfilme gucken mit unseren Freunden. Jo, das ist unser Hobby. Schrägstrich, möchte gern Partyraum, wo nie Partys gefeiert werden, so wirklich. Und ja, jetzt sind wir hier wieder in meiner Schminkecke. Falls ihr nochmal die Schminkecke-Tour sehen wollt, den Link setze ich euch in die Infobox, weil hier gibt es nicht wirklich was Neues. Was haben wir hier links? Ladekabel von der Kamera, ein Kalender von 2014, den habe ich euch auch in meinem Haul-Video gezeigt. Einen pinken Reiskocher, das ist aber eine Spardose, die sehr überfüllt ist mit wertvollen Cents, dann meine kleine Kitty Pussy Collection. Ja, meine Schmuckaufbewahrung ist eigentlich so ein Lampenschirm, noch mehr Schmuck ist hier drin und ja, meine Düfte und so weiter und so fort. Ach übrigens, ich habe einen neuen Kanalbanner, sieht man jetzt von den Farben nicht so gut. Klickt mal auf meinen Kanal, da könnt ihr den begutachten, hat mein Freund für mich gemacht. Ich bin ganz zufrieden, nur das hier kann man nicht so gut lesen. Ich glaube, das müssen wir nochmal irgendwie leserlicher machen. Und ja, eigentlich war es das. Ja, das war's. Ach, was hier auch noch ist. Schokolade! Ja. Die muss immer irgendwo in meiner Nähe sein. Und das war jetzt relativ schnell, ging das, ne? Bin ich mal auf dem Bild? Ja. Das ging jetzt relativ schnell, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das kleine Update, die neue Roomtour. Und ansonsten findet ihr jetzt rechts unten und links unten zu meinen zwei anderen neuen Videos, nämlich zum einen, falls ihr Dexter oder The Walking Dead Fans seid, solltet ihr auf jeden Fall mein letztes Halloween-Video gucken. Und falls ihr genau aufpasst, könnt ihr in dieser Halloween-Reihe auch noch was gewinnen. Und ansonsten noch mein neues Tag-Video, das sind so Allround-Tipps, das ist eine Idee von einer Instagram-Followerin von mir gewesen, die extrem gut ankam und ja, vielen Dank für die Likes auch zu dem Video. Und falls ihr da noch so Allround-Beauty Fashion Lifestyle Tipps braucht, findet ihr die von mir in diesem Video. Und ansonsten würde ich sagen, schreiben wir uns auf Facebook, Twitter oder Instagram mal wieder. Bis dann, ciao!